Heute schauen wir uns zwei Tablets an, die unter 100 Euro kosten und dabei kosten die sogar noch mal weit unter 100 Euro, sodass du wirklich schön viel sparen kannst hier. Los geht es mit dem Freetone Android Tablet, wo du sogar noch mal 30 Euro im Vergleich zu den 100 Euro sparst und trotzdem viele Features kriegst. Und zwar kostet dieses Tablet gerade einmal 70 Euro. Du hast mich richtig gehört, 70 Euro und du kriegst trotzdem eine Menge dazu. Aber lass uns doch mal mit dem Design anfangen. Das Design ist relativ modern sogar noch, vor allem wenn man sich vergleichbar in dem Preisbereich anschaut. Und die Kamera ist schön mittig platziert, sodass du dich selber kleine Aufnahmen machen kannst. Dafür sind die Ränder von dem Tablet recht groß. Man kann sie auf jeden Fall gut sehen, sie sind jetzt nicht das Schönste, aber man kann auf jeden Fall damit klarkommen. Und es ist von der Seite so ein bisschen rund gedreht, das war auch so bei früheren. Anstatt dass man sie einfach komplett dünn gemacht hat, wie es jetzt auch bei iPhone sehr stark gemacht wird, aber generell sieht es dadurch auch nicht so dick aus, weil es ist schon ein bisschen dicker als manche teure Tablets, ist aber auch zu erwarten. So sieht das Ganze doch noch recht schick aus und man kann es mitnehmen, ohne sich jetzt hier denken zu müssen, was hat man da für einen Schrott in der Hand. Das ist wirklich nicht, es sieht gut aus. Als Betriebssystem kriegst du Android 10 Go. Das ist eine kleinere Version von Android 10. Das liegt einfach daran, dass die Hardware in dem Ding nicht wirklich das Beste sein kann. Also hat man eine leichtere Version genommen, damit das Android immer noch schön läuft und du auch die Basic-Apps damit machen kannst. Denn du kriegst 2 GB RAM, im Normalfall bei Handys und so sieht man heute von 4 bis 16 GB alles, aber 2 GB RAM reicht auf jeden Fall für Android 10 Go und es ist immer noch einigermaßen flüssig. Dazu kriegst du 32 GB Speicherplatz, was ich sehr cool finde und auch mehr als ich erwartet hätte in diesem Preisbereich, denn damit kannst du gut noch viele Apps runterladen, du kannst sogar eine moderate Menge an Bildern sparen, also hier sehr cool. Der 4-Kernprozessor, welcher eingebaut wird, ist nicht der schnellste. Er reicht für normale Sachen wie WhatsApp und so. Spiele solltest du eher mit diesem Tablet nicht spielen. Allerdings, ich denke, wofür das Tablet auch besser geeignet ist, YouTube-Videos und natürlich generell alle Videos kann man gut damit anschauen. Und falls du später mal noch ein bisschen mehr Speicherplatz willst, kannst du auch noch eine MicroSD-Karte reinmachen und damit deinen Speicherplatz auf 256 GB erweitern. Dazu gibt es noch eine Batterielaufzeit, welche angeben wird, dass sie bis zu 8 Stunden geht. Das stimmt allerdings nicht ganz so. Du kannst davon ausgehen, dass du zwischen 4 und 6 Stunden Videos damit anschauen kannst. Je nachdem, wenn du zum Beispiel nur ganz wenig machst, kann es vielleicht sogar ein bisschen mehr sein. Aber so 4 bis 6 Stunden ist eine gute Range, auf die du dich verlassen. Die zwei Kameras, welche du findest, sind jeweils eine 2-Megapixel-Kamera vorne und eine 8-Megapixel-Kamera hinten. 2-Megapixel-Kamera vorne ist eigentlich fast nicht verwendbar. Du kannst damit Selfies machen, aber generell sieht nicht so doll aus. Die 8-Megapixel-Kamera hinten allerdings ist natürlich auch nicht die beste. Allerdings, sie reicht, um zum Beispiel jetzt einfach mal ein paar Blätter zu nehmen und diese fotografieren und abzuheften. Das heißt, wenn du das Tablet für die Schule benutzen willst oder generell einfach was abheften möchtest, ist es dafür recht cool. Dazu kriegst du dann auch noch ein gutes Display mit 1280x800 Auflösung. Das ist wirklich das Maximum, was man in dieser Preisklasse erwarten kann und es hat meine Erwartung schon etwas übertroffen. Klar, das Tablet ist größer als ein Handy, also wäre auch ein bisschen mehr Auflösung cool, aber es reicht für Videos schauen und es sieht jetzt auch nicht alles sehr verpixelt aus. Der nächste Kandidat ist der Amazon Fire 7 Tablet, wo du nochmal ganze 40 Euro sparen könntest, wenn du willst. Und da Amazon noch ein bisschen Geld mit der Werbung machst, kannst du hier sogar noch eine gute Hardware abstauben, die viele Funktionen besitzt. Der Preis beim Amazon Fire Tablet startet bei 60 Euro. Auf jeden Fall, wenn du die Version mit ein bisschen Werbung nimmst, was ich machen würde, weil die Werbung ist nicht wirklich sehr aufdringlich. Oder du bezahlst mal 15 Euro mehr und dann hast du gar keine Werbung, je nachdem, was man mehr mag. Wie gesagt, ich finde die mit Werbung besser, gerade wenn man hier in diesem Preisbereich ist, sollte man wirklich schauen, dass man jeden Euro spart. Dazu kriegst du noch eine Auflösung mit 1024x600 Pixel. Diese Auflösung ist auf jeden Fall moderat und cool in diesem Preisbereich. Gerade wenn du das Tablet zum Beispiel zum Bücherlesen benutzen willst, ist diese Auflösung cool und du kannst es auch im Offenen verwenden, solange nicht die Sonne direkt drauf scheint. Das heißt, es ist hell genug, um irgendwo im Schatten zu sein, in einem Baum oder dort irgendwo zu lesen oder in einem Raum natürlich auch. Aber wenn jetzt die Sonne direkt drauf scheint, dann wird es natürlich ein bisschen zu dunkel. Das Design, da muss man sagen, ein Nachteil von diesem Tablet ist, dass gerade einmal 7 Zoll groß ist. Denn 7 Zoll ist jetzt nicht wirklich viel, vor allem da es Handy gibt, die schon nah an diese 7 Zoll drankommen. Aber dafür muss man eben wieder einen Preispunkt sehen und manche wollen vielleicht so ein Zwischending zwischen Tablet, zwischen einem großen Tablet und einem kleinen Handy. Und ich würde sagen, dann kriegst du das genau hier. Die Ränder sind ein bisschen größer, als ich mir gewünscht hätte, können aber wieder am Preis liegen, von dem her völlig in Ordnung und ist auch bei vergleichbaren Tablets genau gleich. Wenn man allerdings mal von den Rändern absieht, kriegst du ein sehr stabiles Design und wenn du es in der Hand hältst, fühlst du es auch wirklich gut an und denkst jetzt nicht, dass wenn es einmal hinfällt, das komplett kaputt geht. Bei dem Betriebssystem kriegst du Amazons eigenes Betriebssystem. Das heißt, es ist auch wieder auf Android aufgebaut,
Allerdings das Problem ist hier, du hast nicht den Google Play Store drauf, sondern du hast den Amazon Play Store drauf. Dieser Amazon Play Store hat viele Apps, aber eben nicht alle. Das heißt, wenn du TikTok, WhatsApp oder irgendwie sowas machen willst, alles perfekt. Wenn du dann allerdings sehr spezielle Apps, zum Beispiel Spiele, die nicht sehr bekannt sind, spielen möchtest, kann es gut sein, dass diese nicht im Amazon Play Store verfügbar sind. Einfach so, dass du das weißt, aber für die meisten Anwendungen passt es gut. Du kriegst ein 4-Kern-CPU-System, welcher gut genug ist für die meisten Apps, für kleine Spiele geht er auch noch, aber sobald die Spiele auch nur minimal anspruchsvoll sind, wird es dann sehr schlecht. Und für Multitasking solltest du es auch nicht erwarten, das heißt eine App auf einmal, vielleicht noch ein bisschen Musik im Hintergrund, aber dann ist auch schon fertig. Dazu kriegst du noch 2 GB RAM. Normalerweise würdest du es vielleicht von Android die Go-Version kriegen, die ein bisschen schmaler ist. Aber da Amazon hier sein eigenes Betriebssystem hat, können sie das Ganze immer noch funktional und auch recht schnell anbieten. Du hast einmal die Wahl zwischen 16 und 32 GB Speicherplatz. Wenn du es weißt, du machst nicht wirklich viele Bilder damit, geh mit der 16-Version. Spaß nochmal ein bisschen Geld und im Normalfall brauchen wir auch gar nicht mehr. Und das Gute ist, falls du mal mehr brauchst, nimmst du einfach eine schön billige SD-Karte, machst sie rein und schon hast du noch mehr Speicherplatz. Dann, was auch noch ein Vorteil ist von diesem Amazon Fire 7, du kannst den bis zu 10 Stunden benutzen. Klar, das ist der Optimalfall, das heißt, wenn du wirklich nur wenig damit machst, wenn du zum Beispiel Videos schaust, kannst du zwischen 5 und 7 Stunden erwarten, aber das ist auch immer noch eine sehr gute Range und damit kommen wir auch gut durch den Tag im Normalfall. Dazu gibt es dann noch 2 Kameras, die jeweils 2 Megapixel sind. Die hast du einmal vorne und einmal hinten, egal wie du das jetzt benutzen kannst, wenn du Selfies machen willst oder auch einfach mal ein paar Blätter fotografieren. Generell wirst du damit nicht die schönsten Selfies kriegen und wahrscheinlich wird dein Handy besser sein, aber es ist cool, um einfach Dokumente zu scannen damit.